Gruppe, passt oder passt nicht, machen wir das Rote raus, weil, oder so, ja, dass ihr wisst. Das ist ein Arbeitsteil. Die Jugendlichen sind Schüler der Luise-Schröder-Schule hier in Wiesbaden. Das ist eine berufsbildende Schule. Und diese Schüler, die dieses Projekt machen, besuchen die Fachoberschule Textiltechnik und Bekleidung. Und im Rahmen des Unterrichts, im Rahmen der Lehrplaninhalte, ist dieses Projekt entstanden. Auch als die Initiation kam auch von den Schülern. Ja, das ist wirklich was, was ihr mitnehmen könnt. Deswegen wir haben in dem Moment, als diese Kooperation entstand, die Sonderausstellung Paradiesvögel gehabt. Und auch die Paradiesvögel haben natürlich mit Kleidung und mit Federkleid und mit auch einem Code, den sie die Männchen an die Weibchen senden, durch ihr Federkleid zu tun. Also da war genug Material. Also wussten wir sofort, es muss Dresscode heißen. Und das war der Analysemoment, dieses Museum nach diesem Kriterium zu befragen. Welchen Dresscode finden wir? Dann haben die Schüler gesagt, wir wollen aber auch sehr, sehr gerne, Frau Pohl, im nächsten Jahr etwas über die Modegeschichte, über die Kostümhistorie erfahren. Und dann habe ich gesagt, es passt gut, das haben wir in diesem Museum ganz viel, das ist das, was auf den Bildern ist. Dann haben wir geguckt, was haben die angehabt, was haben die in der Gotik angehabt, was hatten die im Rokoko an, was war im Barock, was sieht man auf dem Bild, ist das überhaupt da? Was für eine Botschaft, was steckt eigentlich dahinter? Ne? Was heißt das eigentlich, wenn ich in der spanischen Mode plötzlich so eine Halskrause habe? Ne? Was bedeutet das eigentlich? Da steckt ja viel mehr dahinter aus, dass ich da einen Kragen habe. Was die Lea auch weiß, was ist mit der Frau? Warum ist sie so dunkel angezogen? Das ist eine Witwe. Mhm. Und deswegen ist sie dunkel angezogen und ihre Haare sind bedeckt. Und im Hintergrund sieht man die Hochzeitstruhe, die sie von ihrem Ex-Mann, also von dem Verstorbenen, geschenkt bekommen hat. Und das ist ein Bildnis für einen neuen Mann. Genau, super. Ja. Der nämlich sie haben will. Der hat nämlich dem Sebastiano del Piombo gesagt, ey, die hier, die Giulia Gonzaga, das ist doch eine echt schöne Frau, die ist doch jetzt Witwe. Jetzt geh mal zu deren Maldi. Dann hat es der Sebastiano del Piombo getan. Und natürlich ist jetzt die Frage, wie zeigst du dich diesem Mann, der was von dir will? Machst du dich von vorne, schön offen? Oder legst du die Hand auf etwas, was Aussage hat? Man achtet mehr auf Details an den Gemälden oder den Ausstellungsstücken. Und man achtet viel mehr darauf, weil man sich jetzt auch auf eins spezialisiert hatte. Weil man jetzt auch weiß, was für eine Arbeit hinter sowas steht. Auf dieser Grundlage, dass euer Blick ist wichtig, nicht was ich euch erzähle, gibt es eine relativ große Offenheit. Also die Motivation mehr aus sich selbst und auch durch das, ich verstehe das Bild nicht, zu öffnen, anstatt allen zu erzählen, dass das jetzt große, wichtige Kunst ist und dass man die wertschätzen muss, sondern das eigene Befragen erstmal nur übers Zeichnen, ohne dass ich sage, ja, und das ist also 19. Jahrhundert und da musst du dir das und das und das und das alles nochmal aufrufen, obwohl du es vielleicht gar nicht abrufbar hast, sondern erstmal wird gezeichnet. Das heißt, das ist ein Akt des Konzentrierens, des Wahrnehmens. Und das ist die erste Grundlage. Also das heißt, ich tue erstmal was selbst. Und dann merke ich ja schon beim Zeichnen, ist irgendwie so ein fluffiger Pinselstrich, lässt sich so schlecht zeichnen. Was steckt denn da dahinter? Ah, das war so gewollt. Willst du das Geld echt noch drauf machen? Ich weiß nicht. Und das ist halt schon sau dominant, ne? Ja. Toll. Sehr schön. Also das würde ich an der Stelle auf jeden Fall machen. Zur Puppe. Die ist fertig. Ja. Wir setzen. Nochmal kontrollieren, dass keine Fäden dran sind. Das ist mal was anderes, als wenn wir uns irgendwelche Kataloge ansehen oder irgendwelche Fashion-Shows, was auch immer. Und so haben wir das Museum mit einbezogen und es ist was ganz anderes. Und viel interessanter, finde ich auch. Kann man aus der Kunst heraus sehen, was man daraus machen kann letztendlich. Und sich was ganz Eigenes, was ganz Eigenes entwickeln, anstatt irgendwo von irgendwelchen anderen Modedesignern oder so was abzugucken. Eins der Feedbacks, die ich bekommen habe von einer Schülerin war, hat sie gesagt, Frau Pohl, wenn ich in ein Museum in Zukunft gehe, ich gehe da ganz anders rein.
Ich gucke ganz anders. Es ist nicht mehr so ganz fremd für mich, sondern ich suche mir, was mir gefällt und ich nehme da was mit. Also allein dieser Ausspruch, das hat sich mehr als gelohnt. In einem solchen Projekt bestätigt sich mir immer wieder, dass der Blick von außen kommen muss auf meine Arbeit, auf unser Haus und dass diese Scheuklappe, die man sich entwickeln könnte, das Letzte ist, was es für diese Arbeit hier braucht. Also es ist für mich immer eine persönliche und in meinem Berufsfeld bereicherndes Erlebnis. Es hat auch viel mit Gesellschaftswahrnehmung zu tun, mit allen möglichen Themen, die sich anknüpfen an junge Leute, die jetzt 17 oder 18 sind. Und es ist ein großes Glück und ein großes Geschenk, so arbeiten zu dürfen.